Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Omni 2, dem Omnibus Simulator. Wir befinden uns hier und heute auf der Karte Landkreis Lanau Version 3. Ist nämlich vor ein paar Tagen in einer neuen Version erschienen mit natürlich einiges Neuem an Content. Und genau, das wollen wir uns heute einmal anschauen. Ich habe mir auch schon ein bisschen was rausgesucht, also ich habe mir auf die Suche gemacht, was es denn so Neues gibt. Und habe natürlich auch was gefunden und genau das ist das, was wir uns heute einmal anschauen werden. Ich kann das auch mal, warte mal, ich kann das auch bestimmt hier einmal gerade. So, genau, ich habe nämlich mal die Fahrplandokumente hier mit dabei und wir fahren hier einmal den umkringelten Kurs. Nee, das ist falsch, das ist die Gegenrichtung, haha. Den umkringelten Kurs. Der 457, die jetzt hier einen großen neuen Teil abdeckt. Ihr seht auch schon, das ist so ein typischer Überlandfahrplan. Also da wurde echt richtig viel Arbeit reingesteckt, dass das Ganze so richtig landtypisch ist. So sind natürlich vergleichsweise viele Abfahrten tatsächlich noch. Aber ne, jeder fährt dann hier nochmal eine andere Haltestelle an und das ist halt echt eine coole Sache. Also da lohnt sich wirklich tatsächlich das Studieren der Fahrplan-Dokumente. Dann haben wir auch noch für jeden Bus einen Umlaufplan. Das haben wir uns jetzt hier. Ich habe den auch schon mal rausgesucht. Das sind wir hier heute. Genau, Solo, das ist ein OLG-Dienstplan, der manchmal auch an Subunternehmer vergeben wird. An Kutkopf heute fährt jetzt mal die OLG selber und genau, das ist jetzt hier quasi das Umlauf 4103 und fahren die 457 Route 12, ist auch gut zu wissen, dass man das sich nicht so direkt raussuchen muss, weil es gibt durchaus ein paar Routen und da habe ich auch Linienwechsel und alles mit drin, also ne, ihr seht danach, wer ist die 452, also es gibt echt viele schöne, coole Sachen. Wir gehen mal gerade wieder auf den Omni zurück, hätte ich gesagt. Genau, da gibt es auch noch ein paar Zusatzinfos. Jeder Busbetrieb hat also seinen eigenen, genau, OLG Omnibusbetrieb. Da sind wir heute mit einem Solo-Bus und den rüsten wir mal auf, sonst kann das irgendwie noch ewig dauern. So, seit, okay, das ist wieder hier mit, gut. Mit der Zeit bekommen wir es dann hoffentlich mit. Wir haben noch aber sicher, wollte gerade sagen, sicherlich Automatik. Da muss ich doch heute nicht selber schalten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, aber anschnallen sollten wir uns, glaube ich. Einen Fahrplan haben wir auch, wie ihr seht. Das ist den wir vorher auch schon gesehen haben. Ein bisschen Joscha Fensterspalt. Fahrgastraum, Licht. Ja, Iveco halt, ne? Ah, schön. Wie wir es lieben. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie wir. Da war Power. Ja, ich habe das schon eine Weile lang nicht mehr gemacht. So, Ticketverkauf machen wir nicht. Wir wollen einmal die Route einstellen. So, Linie haben wir die 457. War das mit 00? So, Route hatten wir die 12. Wenn ich mir nicht täusche. Lanau Schule, das ist absolut korrekt. 457 nach Lanau Gesamtschule. Gucke mal, so muss das sein. So, Rosenthal, Hessenwald, Center. Genau, wir sind nämlich in einem komplett neuen Bereich der Karte. Ich habe tatsächlich also nicht nur wirklich Stunden verbracht, also wirklich ewig damit zugebracht, mal versuchen rauszufinden, was es denn hier Neues gibt. Es gibt nämlich aufgrund der stark gewachsenen Linienkomplexität auch keine Netzpläne mehr. Heißt, ich habe wirklich hier Detektivsarbeit geleistet und mal rausgesucht, was es denn so Neues gibt. Und das werden wir... Das werde ich euch so, ich denke mal so die nächsten Folgen über immer mal präsentieren, welche Bereiche, welche Linien neu sind. So, ihr dürft da mal einsteigen hier, einen schönen guten Tag. Mal rein mit euch, hallo. Guten Tag. Das ist jetzt mal ein Teil, wir befinden uns am westlichen Ende der Karte. So, keinen Fahrschein, okay, wir haben jetzt auch glaube ich noch ein bisschen Zeit, wie es aussieht. Nee, ich müsste mal direkt jetzt los, ne? Ja, ich kann doch jetzt ganz kurz den Fahrplan nochmal schauen. Ist eh wichtig. Also wir fahren jetzt über harter Straße. Das ist schon der erste Schlenker, den wir machen. Den machen nämlich nicht alle Linien hier. Und wir kommen dann irgendwo, also Lahntal im Tal und so. Also wir kommen dann auch wieder in einen Bereich, den wir dann kennen. Die Ortenberg-Siedlung, glaube ich, auch. Also ich will das auch nicht zu viel verraten. Also tatsächlich für jemanden, der jetzt, ich sag mal, die Karte kennt, der kann da vielleicht ganz gut an bekannte Orte anknüpfen. Ich... muss tatsächlich dazu sagen, ich habe die Karte erst so vor einer kurzen Weile irgendwie kennen und lieben gelernt. Auch in der Version 2. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen... Ja, für... Ah, der Retarder funktioniert. Sehr gut. Deswegen ist das für mich so ein klein wenig neu. So. Erste Haltestelle. Rosenthal, Harter Straße. Genau, ist gut, dass wir das immer gleich wissen. Auch wenn die Ansagen vergleichsweise laut sind, aber...
Dann werden wir wenigstens angeschrien, wo wir hin müssen. Ist auch nicht schlecht. Genau, das heißt, als so jemand ist, tatsächlich rauszufinden, was neu ist. Ich habe, wie gesagt, dazu, also ich habe lange Zeit damit zugebracht, das rauszufinden. Und hoffe euch deswegen jetzt hier ein kleines bisschen was präsentieren zu können. Und zurück von der Linie habe ich mir natürlich eine Fahrt ausgesucht, wo wir. Ja, sorry, wo wir vergleichsweise viel sehen. Und wir starten natürlich heute direkt in einem neuen Bereich und wir fahren in die Bekannten. Also, ich habe mich jetzt für die Richtung hier entschieden. Das sollte man natürlich auch andersrum machen können. Solana natürlich auch immer dafür bekannt, dass wir viel mit dem KI-Verkehr strugglen an den Kreuzungen. Aber ja, wir gucken mal heute, wie das läuft. Ich bin mal ganz positiv gestimmt, so ist jetzt niemand, ne? So. Kann ich hin? Nächste Haltestelle, Rosenthal, Harter Straße. Ich dachte, der hat das gerade automatisch weitergeschaltet. Muss ich das jetzt... Nächste Haltestelle, Rosenthal, Grundschule. Nächste Haltestelle, Rosenthal, Grundschule. Muss ich das da extra weiterschalten? Verstehe ich nicht. Ich verstehe den Bus gerade nicht, muss ich sagen. So, jetzt ist natürlich hier harter Struggle. Also ihr verzeiht mir heute jede Unfälle, also jedwede, weil das ist auf der Karte, ich sag mal, da jetzt nur ein... Das ist der Stress des Todes. Also jetzt hier eine unfallfreie Fahrt auf der Map, du, das ist also, boah. Das ist ja doch nicht die Grundschule, oder? Doch, hier ist jetzt die Grundschule, echt im Ortsausgang, oder die armen Kinder. Ach, hier war Warnblinker, ne? So. Es gibt ja im... In dem Plan haben wir vorgesehen, es gibt ein paar Haltestellen, die sind mit Warnblinker bezeichnet. Das sieht man dann auch, wenn es jetzt nicht gerade hier wie so ein Schulbus-Ding ist, sieht man das auch zusätzlich an der Markierung. Das werden wir nachher sehen. Ich habe meine Readme auch ein bisschen durchgelesen. Da ist dann so ein Leuchtstreifen drumrum. Das könnte aber auch wieder eng werden. Oh ja, den Bus, den kenne ich halt auch nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier mit einem Bus fahren würde, mit dem ich mich so ein bisschen besser auskenne von der Breite her, so ein O507 zum Beispiel. Gut, da gibt es auch Repaints von Subunternehmer für. Warum habe ich das nicht... Warum fahre ich jetzt eigentlich mit dem Iveco hier? Rosenthal, Hart. Ja, die Kasse schaltet nicht weiter. Ich würde es halt gerne in der Kasse sehen, wenn ich ehrlich bin. Kasse Wilhelmshöhe hier. Nächste Haltestelle. Rosenthal, Hart. Mach ich irgendwas falsch? Bestimmt, ja. Ich muss aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich mache das mit diesem Let's Play auch erst seit gestern. Ungefähr. Also, metaphorisch gesehen, ich mache das noch nicht lange. Boah, das ist ja... Eieiei, ich glaube, ich werde das trotzdem weiterschalten, weil das Problem ist halt... Oh, Retard, das ist was Schönes. Das Problem ist halt sonst, dass ich halt echt nicht... Genau, hier zum Beispiel musst du jetzt halt wissen... Haltebucht hart. Ja, halte ich ihn hart? Ja, nein, vielleicht. So, und auch hier sind wir jetzt schon direkt. Ich kann das auch mal ganz kurz mal von oben zeigen. Wenn wir das nächste... Schaffen wir das? Ja, hätten wir wahrscheinlich geschafft, aber wenn ich jetzt gerade ausheizt, dann habe ich so ein bisschen Bedenken. So, keiner da. Das sieht gut aus. Aber machen wir hier rum. So, ich finde mega cool, dass wir immer diese Stichfahrten in die Dörfer machen. Ich muss da wirklich ein riesen Fan von. Und auch so diese Umwege, die wir teilweise machen. Ach, da kann man... Das Ding ist, dass der Langzeitspielspaß halt voll am Start ist. Also ich habe mich jetzt natürlich, dadurch, dass ich mich jetzt halt vorbereitet habe, war das jetzt für mich, um euch einfach nochmal Neues zu zeigen, unfassbar aufwendig. Also da habe ich jetzt sehr viel Zeit reingesteckt, aber... Ich sag mal, der Langzeitspielspaß ist halt durch diese vielen verschiedenen Linienwege und Montag bis Freitag Schule, nicht Schule. Dann hast du Dienstpläne von verschiedenen Subunternehmern und ach, das ist schon Schulfahrten hier und da. Also und, ach, bis so, also mehr als 12 Routen pro Linie. Das ist, ich sag mal, da ist der Langzeitspielspaß tatsächlich garantiert. Und man findet immer echt einen neuen Teil der Map, wo man dann noch nicht durchgefahren ist. So, das war's. Ich schalte gleich mal weiter. Rosenthal, Hart. Ne, da waren wir schon. Aber zumindest habe ich da jetzt hier die Schwarzackerkirche stehen, ne? So, ich schalte das dann immer echt gleich weiter, weil das Ding ist, dass die automatische Weiterschaltung... Schwarzackerkirche. Was? Nächste Haltestelle. Schwarzackerkirche. Ich bin verwirrt. Ich verstehe das nicht. Also, es gibt auch in Frankreich manchmal das so, dass das zweimal ansagt. Ich meine, der Bus... Ist ja auch zumindest irgendwie verbunden mit Frankreich in irgendeiner Art und Weise. So, hier wäre frei. Das schaffen wir, wenn wir uns beeilen.
Ich will sofort aussteigen, ist ja unmöglich. Der hätte aber auch, so, das meinte ich mit den Unfällen, ne? Also klar, der hatte Vorfahrt, das ist absolut korrekt. Und wenn der bremsen muss, nimmt man ihm die Vorfahrt. Ich bin mir schon bewusst, der StVO. Aber Paragraph 1, es hat gegenseitige Rücksicht und Vorsicht. Das finde ich schade. Das ist, ach, ich weiß nicht. Das ist immer so ein... Ist immer so ein Dämpfer. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich meine, ich habe ihn gesehen. Ich bin gefahren. Das ist... Ja, irgendwo... Ja, so ist es halt. Aber Schwarzackerkirche. Die Linie gibt es auch in dem Teil als so Direktfahrt. Also wir fahren jetzt vergleichsweise lang, auch mit vielen Endhaltestellen. Und wir fahren jetzt auf jeden Fall noch so einen Schlenker über ein paar Käfer mit. Und das ist immer was, was ich sehr, sehr gerne mache. Ey, das ist nochmal einer, den habe ich jetzt nicht gesehen. So, jetzt kann ich hier rum. So, ab jetzt fahren wir seriös, ne? Ich hätte einfach noch warten müssen, aber das Ding ist, wenn dann wieder einer vor deiner Nase links abbiegt und so, also das Ding ist, du kannst es halt immer nur falsch machen. Du kannst es halt einfach nicht richtig machen. In solchen Situationen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn du an der Kreuzung stehst und da kommt so ein Linksabbieger, der dir da schön dann nochmal irgendwie die Spur schneidet, du hast halt echt keine Chance bei sowas, ne? So, unsere Haltestelle ist... Hoffentlich kommt die noch. Ja, da ist eine Haltestelle. Achso. Aber hier ist nicht dieses Ding an der Haltestelle, ob ich stehe halt mit auf der Straße. Ich mach das jetzt mal so. So, ja gut, ihr wollt wahrscheinlich aussteigen, ne? Morgen. Ja gut, der kann ja auch nichts dafür. Wenn er halt nicht jetzt mit, weiter mitfahren wollt, du, dann ist halt... Ist auch mein Job getan. Ich hätte auch diese Kamera angucken können, ja okay. Ich bin dann noch so altmodisch, ich schaue das gerne auf dem... Spiegel nach, so. Nee. Nächste Haltestelle, Bad Rheinfeld, Hohe Leuchte. Hohe Leuchte. Ich versuche es mir auch einfach mal zu merken. Bad Rheinfeld hier lang. Genau, kleinen Deckshof, darüber fällt man eben extrem selten. Also das ist da fest auch alle 7 Jahre mal lang. Das heißt auch mal ein besonderer Schlenker, den man macht. Das Ding ist, wenn man auch so eine grobe Ahnung hat, also ich empfehle jedem irgendwie, also ich finde halt schade, dass es keinen Netzplan gibt. Ich kann verstehen, dass keiner erstellt wurde, weil du kriegst ja keinen Liniennetzplan hin, wo du den Linienverlauf irgendwie hast. Aber was halt helfen würde, glaube ich, wäre so eine Übersichtskarte, wo welche Ortschaft ist. Ich habe mir nämlich auf Basis von dem Liniennetzplan der letzten Version mir eingezeichnet, wo welches Kaff liegt. So, durch das jetzt erfahren und so ungefähr, welche, wo man dann abzweigt von der bekannten Strecke. Und das hat mir halt sehr geholfen, mich zu orientieren. Und ich muss sagen, seitdem ich weiß, wo man ungefähr lang fährt, hat das für mich den Spielspaß tatsächlich erhöht. Deswegen wäre zumindest vielleicht so eine Übersichtskarte nicht schlecht, aber ich finde zumindest den Fokus echt ganz cool, dass man auch sehr viel auf diese Umlaufpläne und so gesetzt hat und dass man da auch viel Arbeit reingesteckt hat. Deswegen kann ich auch das nachvollziehen, dass das jetzt nicht so komplett im Fokus stand. Aber ich sag mal, mir hilft sowas immer, solche Übersichtsdokumente. Muss ja dann kein Liniennetzplan sein, wo jeder Linienweg abgebildet ist. Aber irgendwie zumindest mal so eine Karte, wo man sich befindet. So, willst du mit? Ja, du willst mit. Guck mal, hier, dieses Ding, das meinte ich. Wenn das da dran ist, dann muss man den Warnblinker anmachen. So, einen schönen guten Tag. Einmal eingestiegen. Hi. Jetzt sind wieder ein paar Fahrgäste, ne? Fahren wir zumindest nicht alleine hier. Nächste Haltestelle. Bad Rheinfeld, Mitte. Okay, der ist immer eins hinten dran, deswegen ist die Kasse so komisch. Okay, ich verstehe. Bad Rheinfeld mit. Und ich glaube, Bad Rheinfeld ist das Kaff, was ich meine, wo man dann irgendwie... Genau, hier von da könnten wir auch kommen. Das wäre der direkte Weg von der ersten Haltestelle direkt straight hierher gewesen. Heißt, wir hätten uns einiges gespart. Hätte uns auch viel nicht gesehen und auch einen Unfall weniger mitgemacht, was jetzt auch eher positiv klingt, aber... Ja, genau, also das hier wäre auf jeden Fall hier diese... Da, dieser Pfeil, ihr seht das... Also von da hinten wären wir quasi gekommen, wenn wir direkt gefahren wären. Jetzt müssen wir hier irgendwie... So, wir haben ja auch keine Vorfahrt, ne?
Das ist ein bisschen das Problemchen. Haltebucht. Danach müssen wir schauen, wo wir hin müssen. Das muss ich echt auf den Fahrplan gucken. Das ist die Haltebucht hier, ne? Ist aber keiner. Das ist schlecht. Ja, okay, nach kleinen Deckshof müssen wir safe nicht. Das ist dieses, also eine irgendwas Haltestelle. Da ist. Ach, das will man aussteigen. Sorry, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, wir müssen nach Hochheim Blaumühlenweg. Wo leuchtet der? Genau, da kommen wir her. Das ist so dieser Alternativweg. Oh, hier bist du nur am Gucken. Also auf der Karte da dürft ihr euch heute auf sehr viel Rumgegucke freuen. Genau, Hochheim. Jetzt frei. Und immer richtig mit viel Gas raus beschleunigen, sonst hast du hier ein Problem. Weil die KI, die kennt da nichts. Die schluppt einen da einmal durch den Weg und dann ist Feierabend, ne? Nächste Haltestelle. Hochheim, Blaumühlenweg. Hochheim, Blaumühlenweg. Gut, werde ich mir versuchen zu merken. Jetzt kommen wir hier wieder ein bisschen. Ich glaube, hier ist auch nochmal so irgendwie. Klinik oder sowas. Auch nochmal so eine Haltestelle, wo du einmal alle 10 Nase lang mal lang fährst. Und ja, das find's cool. So. Gut, dann machen wir hier mal so ein bisschen. Also hätte ich natürlich jetzt auch wieder im Winter fahren können oder so. Das müssen wir im Herbst. Aber ich habe mir gedacht, so eine erste Folge Präsentation von Arcade ist meistens doch irgendwie ganz cool, wenn man da dann hier Amabus, wenn wir da so ein bisschen bei so, ich sag mal, um die Standardwetter fahren, dass wir auch so ein bisschen was sehen, wie das hier alles gemacht ist. In den nächsten Folgen können wir ein bisschen was anderes machen. Also ich habe mir, ne, schon ein bisschen rausgesucht, wo denn was neu ist. Das werden wir jetzt halt so nach und nach so ein bisschen abfahren. Jetzt ab der Endstation, wo wir losgefahren sind, fährt auch noch, ich glaube, die 453. Also wir haben dieselbe Endhaltestelle. Die fährt dann relativ fix erstmal woanders hin. Und fährt dann in den Süden der Karte. Wir fahren dann so grob Richtung Nordosten. Und dann haben wir an einer anderen Stelle auch noch ein bisschen Erweiterung. Ach, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was entdecken. So. Ist natürlich auch für die ganz cool, die so ein bisschen diesen explorativen Anspruch haben. Also ich bin halt nicht so der Explorativfreund, deswegen widerstrebt mir das jetzt so ein bisschen. So irgendwas mit Hochheim war das doch jetzt, ne? Ach, danke, liebes Auto, fürs Nachladen. Wir sind ein bisschen schneller, aber ich glaube, wir sind auch vergleichsweise spät dran. Ich glaube, hier sind wir auch immer sehr, sehr knäppges mit der Fahrzeit. So. So, das ist der Haltebucht. Ich sehe die doch auch schon so. Da können wir lang. Okay. Das passt. Der Blaumühlenweg. So, da brauche ich also keinen Warnblinker, weil ich bin da irgendwo auf der Seite. So. Dann einmal rein mit euch. Hier einen schönen guten Hallo. Guten Morgen. Morgen. Hi. So, und Abfahrt. Da können wir eh nicht anders. Das heißt, erstmal raus hier. So. Ja. Wir bleiben mal stehen. Ach, kommt da. Ich fahr zu oft. Das ist. Es wird noch ein bisschen gehen, bis wir rauskommen, ne? Nachdem ist frei. Hier sehe ich absolut gar nichts. Ja. Die Sekunde müssen wir nutzen, sonst haben wir hier vielleicht ein Problem. Also die Kreuzung mit der Tour ist von rechts. Kommen wir müssen nach links. So, das sieht erstmal frei aus. Das sieht nicht so frei aus. Nachdem ist links aber wirklich frei. Rechts ist auch frei. So. Ja, sorry für das Geschalte hier. So gestüt machen wir nicht, glaube ich. Franken. Nächste Haltestelle, Frankenvers, ja. Friedhof. Hab ich mir das doch nicht eingeprägt. Ich hätte natürlich auf dem zweiten Bildschirm jetzt mehr noch den Übersichtsplan lassen können, aber ich habe den irgendwie weggemacht. Das war jetzt nicht so smart.
Ich glaube, gestützt haben wir später nochmal auf der Linie. Also, ne, wir fahren quasi wieder einen Schlenker, der irgendwie so optional ist und wo man irgendwie halt nicht unbedingt lang müsste und wo man auch wesentlich schneller ins Ziel kommen würde, wenn man den nett macht. Aber das, finde ich, macht das halt so ein bisschen aus. Ich finde, sowas gibt es echt extrem selten oder, weiß ich nicht, auch gut umgesetzt, eben relativ selten. Deswegen finde ich das schon cool. Wie wir das hier haben, auch wenn der Drucker mir heute natürlich da kompletten Strich durch die Rechnung macht. Warte mal, wir haben noch gar keine Unfallmeldung bekommen. Oder kommt mir so vor? Also entweder sind wir immer noch auf einer Kachel in der Nähe. Oder irgendwas Weirdes ist passiert. Oder es gab gar keinen Unfall. Vielleicht war das auch gar kein Unfall, sondern Manuel Neuer. Ich bin mir sicher, dass da ein Unfall war, aber wie ist das weird? Naja, ich weiß es nicht. Der wird schon irgendwas stimmen. Ne? Um sie hat im Zweifel immer recht. Das ist wie so ein... Wer hat denn auch noch immer recht? Weiß nicht, gibt es doch so irgendwie Regel 1, hat immer recht. Ist das irgendwie... Ist das nicht Mütter haben immer recht oder so? Keine Ahnung. So, da kommt ein Käffchen. Oh, ein leckeres Käffchen. Ja, ist ein bisschen spät jetzt heute Abend, aber... So. Aha. Warnblinker-Time. So, der Retard haben wir wieder ein bisschen in Position. Kein Haltewunsch, kein Haltewunsch. So, dann eingestiegen die Dame. Hallo, guten Morgen. Keine Ahnung, eine Fahrkarte oder so, aber gut, die haben wahrscheinlich... Also, wer ich sag mal, mit dem Pendlerbus morgens fährt, der hat halt irgendeine Dauerkarte. So, jetzt ist die Frage, wo fahren wir lang? Das kriegen wir bestimmt bis da vorne mitgeteilt, ne? Nächste Haltestelle, Frankenvers, Brunnen. Danke. Brunnen plus Schiff. Was ist hier? Na, Feuerwehrausfahrt. Ne, brauchen wir nicht. So, Frankenvers Tankstelle. Ja, ganz wild. Also... Kommst da immer wieder an Kreuzungen, du, da ist, bist du noch nie lang gefahren. So, wenn die Leute aus der ersten Haltestelle nur nicht drin sind, bis sie wieder raus sind, dann hat man irgendwie auch das Problem, dass der Bus ein bisschen leer ist. Aber gut, wir sind auch mal auf dem Überland, ne? Das ist... Aber dafür fährt hier vergleichsweise viel. Also für den... Für die... Gut, das sind auch irgendwie... Ich glaube, acht Linien oder so. Also, es sind auch einiges an Umläufen. Also, ist es halt auch nicht. So, stehen wir mal hier. So, schönen guten Tag. Oh, rein mit euch. Hallo. Hallo. So, ich glaube gestützt. Ja, ich mach das mal. Nee, komm, wir gucken. Ich hab das. Wo soll ich das auch sonst wissen? Frag mal, ist Brunnen gestützt. Dann Lemaukte. Okay. Wilde Namen auf jeden Fall. Da geht's zur Schule, das wäre die andere. Okay, wir müssen noch hier. Boah. Kurbel, Kurbel. Aber was ist eine Solo-Buslinie? Keine 10-Meter-Bus. So. Das heißt, im Gelenkbus kommst du ja auch durch. So ist es ja nicht. Nächste Haltestelle. Gestüt. Na, wunderbar. Genau, das ist dann hier lang. Oh, die Straße wird schlecht. Ja, wir kommen ab. Das ist auch so eine Straßenbreite. Das ist auch so ein Ding, das kennen auch nur irgendwie Leute, die hier so auf dem Dorf groß geworden sind. So, oder vielleicht sogar noch einen Ticken schmäler, was wahrscheinlich in Omsi dann schwierig werden würde, weil du halt nicht die Breite hast, weil die weichen halt nicht aus. Das ist, glaube ich, so das Mindeste, was du in Omsi machen kannst, dass es noch halbwegs passt. Aber das hier noch ein bisschen schmaler und dann irgendwo mitten durch den Wald, ja. Wo alle, die da jeden Tag langfahren, mit ungefähr 100 lang heizen durch den Wald und alle anderen da irgendwie denken, oh, wird aber wild, aber so, ja, es ist irgendwie schon, es ist schon so eine eigene Dynamik irgendwie. Wie die Ibekos im Allgemeinen, ist auch eine eigene Dynamik. So, ein bisschen gucken, weil ich kenne mich hier nicht aus. Das sind Pferde. So gestüt liegt nahe. So, da ist aber keiner. Da ist keiner. Hier werden halt, hier werden Dingens da, ne? Ihr seht, das hier wäre ein Dingens halt gewesen für mit Warnblinker. So. Gut zuhören. Nächste Haltestelle. Ach, lecker. Lehmkaute, Bord. Lehmkaute? Bo
Boah, weiß jetzt nicht, ob das so lecker ist. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Der Lehm kaute. Lecker. Das schmeckt so schön nach bestimmt mineralhaltig oder so. Habe ich jetzt zwar noch nicht probiert, ist aber auch nichts, was ich in meinem Leben mal gemacht haben muss. Der Lehm kaute. Ja, ja. Auch. Sorry, schlechter Witz. Wirklich absurd schlecht. Aber ja. Seid ihr, glaube ich, auch nicht anders gewohnt. So. Fahrplan. Ich kann es auf dem roten Grund gar nicht gut erkennen, muss ich sagen. Irgendwie mit der Verspätung da, aber das ist rot. Das wird schon heißen, dass es irgendwie nicht richtig ist, oder? 6 Minuten. Ja gut, ich bin jetzt nicht so schnell unterwegs, aber... So. Schulbus sind wir nicht. Lehmkaute. Ort. Das heißt wirklich Lehmkaute. Oh, hier wäre rechts von... Na, habe ich natürlich gesehen. Das ist bestimmt aber wieder so eine Haltestelle. Nee. Hä? Okay, ich verstehe nicht, wann und wann nicht. Aber wenn ich auf der Straße stehe, dann mache ich das so. Ah, Sie sind also die Lehmkaute, oder? Guten Tag. Ja, ja, ich sehe ihn, das an der Nasenspitze an. Die haben da noch so ein bisschen was kleben. Lehmkaute. Hey, Josh, ich komme auch aus dem Ort der Lehmkaute. Heißt, ich finde es jetzt nicht gut, dass du dich da so drüber lustig machst. Der Ort kann auch nichts dafür, dass da so... Doch, kann er eigentlich schon, aber... Wir sind Kühe, guck mal. Das ist kein Gestüt mehr, sondern... Das ist echt über rechts vor links, das auch... Ah, sozial. So, irgendwas mit Siedlungen. Ich habe leider nicht aufgepasst. Herr Lehrer, ich habe nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Ich sehe schon, ich werde dann nachher die Quittung dafür kriegen. Ja, ja, seit 2 Jahren haben wir doch irgendwie auch so Quittungspflicht, ne? Oder nicht was? Was für jeden Quatsch, der irgendwie elektronisch abkassiert wird, in der Quittung ausgedruckt bekommen. Das war doch so. Ja, die Quittung bekomme ich noch. Josh immer auch, wenn er beim Dönerladen mal keine bekommt. Ja, ja, so sieht das aus. Okay. So, das heißt aber... Wir fahren auch noch eine Weile, weil... Oh, puh. Ja, also mit den Fahrzeiten hier... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier über diese Straße schneller als 60 fahren wollen würde. Also auch schon lange bei dem Schlag noch würde ich jetzt eher 50 fahren, muss ich zugeben. So für die, für den... Weiß nicht nur für den Fahrgastkomfort, auch für die Busse und alles irgendwie. Auch für meinen eigenen Komfort. Gut, das Retarderbremsen ist natürlich immer so ein... Ding, das dauert natürlich immer ein bisschen länger, aber ist ja auch kein Rennwagen, was wir hier fahren. Ne? Es ist und bleibt halt Linienbus. So. Ich kann ja jetzt nicht noch schon die Kurve heizen. Es geht halt nicht. Also finde ich jetzt halt. Deswegen. Ach, wenn wir Verspätung haben, meine Güte, das ist halt so. Ich glaube, das hat mich jetzt bisher selten im Let's Play davon abgehalten, so zu fahren, wie ich eh fahren würde und dann. Ja, komm. Sehe schon an der nächsten Haltestelle. Wir sind aber reichlich. Oder die freuen sich, dass überhaupt ein Bus kommt. Ne? Das kann natürlich auch sein. So, ich sehe schon, Omsi ist der Meinung, da vorne ist mal wieder was, was ein bisschen aufwendiger und anstrengender ist. So, vorsichtig hier ranrollen. Das ist ein Reinretard dann hier. Da ist auch wieder eine Kurve hier. Eieiei. Ist aber wieder keine Chance, wenn er dann entgegenkommt, wenn du Pech hast, ne? Ja, das Problem ist echt, Omsi-KI ist halt ein bisschen zu unkooperativ. Das ist halt so grundsätzlich ein Problem. So. Gaut schon gleich mal in die Kurve rein. Ist keiner da. Gut, dann beeilig mir mal, wenn wir da rumkommen. Schwusch. Ach, guck mal. Grunewald. Ich glaube, jetzt kommen wir hier nämlich langsam wieder auf einen Bereich, den es schon in der V2 gab. So. Wie biegst du ab? Hier ist frei. Ist auch fein, okay. Ah, die Haltebucht. Ja, ja, wir müssen ja immer rum. Okay, I see. Ich mir erinnere, sondern da wäre Lahntal. Wenn wir da lang müssen, wäre das hier weiter geradeaus. Okay. So, hier wäre ein Betriebshof. Okay. Nächste Haltestelle. Lahntal im Tal. Ah, okay. Lahntal im Tal.
Wäre der nächste Halt. Nächste Haltestelle. Lahntal im Tal. Kriegen wir jetzt vielleicht mal die Kasse ausgetrickst. Ja, schaffen wir. Dass die vielleicht ab jetzt richtig geht. Wenn ich jetzt so eins manuell noch weiterschalte, kriegst du das jetzt hin? So, hier brauche ich den Warnblinker, den brauche ich einfach nur stehen. Okay. So, einmal rein mit euch. Schönen guten Tag. Hallöchen. Hallo. Guten Morgen. Bortenberg-Siedlung. Ah, ich glaube, der macht das jetzt wieder kaputt, ne? So, wir müssen hier nach. Lahntal im Tal ist der nächste Halt. So, egal, was jetzt hier. Boah. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Du wartest. Warum ist der nicht. Ich verstehe nicht, warum der jetzt nicht gefahren ist, aber das wird schon seinen Grund haben. Nächste Haltestelle. Lahntal im Tal. Natürlich wieder eine Haltestelle. Irgendwas ist da halt. Ja, es gibt auch. Jeder Bus hat ja irgendwie eine andere. Datenakquirierung für die nächsten Stationen und so. Und der hier ist wohl irgendwie so ein bisschen. Da klappt wohl was nicht ganz so richtig. Ein bisschen schade, aber da kann man jetzt auch nichts machen. So. Außer hier ein bisschen. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Oh, das ist nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Da vorne wird das schlecht. Das ist ganz schlecht. Da ist keiner schnell durch. Ja, wenn er da nicht wartet, du, das auf Feierabend. So, Lahntal im Tal. Ich muss mir echt jedes Mal die Haltestellen merken. Ne? Das ist richtig noch Kopfarbeit hier. Und nebenher fahren und nebenher kommentieren. Gutes Kommentieren geht irgendwie nebenher. Ich glaube, das habe ich schon in so eine. Ich weiß nicht, so ein Multicore-Prozessor. Da habe ich schon so einen eigenen Kern im Kopf gebildet, der einfach nur dafür da ist, um irgendwie zu kommentieren. So, das macht gar nicht mehr viel im Kopf. Das läuft einfach nebenher. Das geht auch komplett am sonstigen Denken vorbei. Also ich kann das miteinander verknüpfen, wenn ich wirklich sinnvolle Sätze bilden möchte. Dann ist das irgendwie verknüpft. Dann denke ich da erstmal drüber nach. Aber ansonsten, ich glaube schon, dass ich nach so ein paar Umsi-Folgen, also ein paar habe ich ja schon gedreht, so drei ungefähr maximal, dass sich nach denen schon so irgendwas im Kopf da so ausgebildet hat, was einfach nebenher irgendwie irgendwas herplappert. Das funktioniert manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Aber so prinzipiell ist das schon ein Ding, was, ich sag mal, gerade bei sowas tatsächlich ganz hilfreich ist. Wenn man jetzt einfach nur so ein bisschen vor sich hinfährt, ne, und dann einfach so ein bisschen was, ne, das plätschelt, genauso wie jetzt die Fahrt einfach so vor sich hin. Es sei denn, man macht sich natürlich jetzt wirklich Gedanken und irgendwie hat jetzt vorher, hat rausgesucht und möchte halt irgendwie darüber erzählen, wie viel Detektivarbeit man da geleistet hat. Schulbushaltestelle, nee, das sind wir nicht. Wir fahren zwar zur Schule, aber das hier ist irgendwie nicht bei uns im Plan. Ach, gedacht. Ja, für spät. Genau, also dieses Parallelplappern, das klappt eigentlich vergleichsweise gut. Nee, wo sind 30? Oh. Die Kuppe sieht böse aus. Immer noch sehr böse. Ja, so geht das. Mit 20, ja, ne? So, das ist ein Kreisverkehr. Da bist du wieder nur eine runde Kreuzung. Du hast ja kein Kreisverkehrsschild. Ärger, du bist eine runde Kreuzung. Okay. So, Lahntal im Tal. Der Mähdrescher. Wild. Das Schild da vorne ist cool. Auch kein Warnblinker. Mach das trotzdem. So. Haltewunsch? Keiner. So, einmal eingestiegen, hallo. Die Dame. Hallo. So, kein Flaschenverkauf hatten heute. So, gut. Alle Dauerkarte. So, Lahntal. Auf Wiedersehen. Ja, ciao, ne? Verspätung. Eieiei. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist. Weiß gar nicht, was könnte dafür der Grund sein, dass wir besetzen. Es wäre jetzt aufgrund dieser neuen DB-Verspätungsgründe, ne? Die haben das nochmal irgendwie so ein bisschen neu gemacht. Was wäre hiervon jetzt der Verspätungsgrund? Es ist ja einfach nur Verspätung. Es ist ja nicht Verspätung von irgendwas anderem. Also nicht Verspätung eines vorausfahrenden Zuges, nicht irgendwie Reparaturen irgendwas, sondern es ist einfach nur. Früher wäre es ja die Verzögerung im Betriebsablauf gewesen, aber was ist das hier jetzt? Einfach nur Verspätung.
die wurde jetzt auch nicht irgendwie durch Verzögerung beim Ein- und Aussteigen oder so hervorgerufen, sondern es ist ja straight up einfach, weiß ich nicht, ich kann halt nicht so schnell fahren. Verminderte, ach, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Nächste Haltestelle, Stachlingen, unteres Dorf. Okay, Stachlingen, unteres Dorf. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder spannend, weil wir da irgendwo hin müssen. Oh, hier ist aber schön. So, hier schon mal gucken. Stachlingen ist auch rechts. Tatsache. Oh, das ist... Was, wir haben... Es gibt Ampeln? Wild. Dass ich sowas noch erleben darf hier. Eine Ampel. Eine ganz wilde Geschichte hier. Weh, du fährst jetzt nämlich rein, ne? Dann klatscht was, aber kein Beifall, oder? Kannst du wissen. So, hübsch stehen wir hier, ne? Straßenschäden. Uiuiui. Stehe ich ein bisschen problematisch? Ne, ich stehe das wäre darüber hätte ich können, aber ich brauche auch noch ein bisschen Platz dann zum selber rumfahren, ne? Habe ich, ne? Ich habe eine Haltschirmbremse, die aber... Ah, okay, die geht auch mit Gasausstoß raus. Jetzt darf ich. Sorry fürs Gautschen. Ich probiere gerade den Bus aus. So, Stachlingen. Stachlingen. Boah, da kommen wir aber safe mit 10 Minuten Verspätung an, ne? Aber fürs nächste Mal haben wir dann wenigstens Verspätungsgrund. Verspätung aus vorheriger Fahrt. So, haben wir wenigstens was. So, Stachlingen, da ist die Tankstelle. So, keiner raus, okay. Dann haben wir eingestiegen, die Dame. So, ein Retarder mal wieder weg hier. So, guten Tag. Durch die Frage, wo wir danach hin müssen. Ich höre und lausche gespannt. Nächste Haltestelle. Stachlingen. Fahrplatz. Was? Fahrplatz? Okay. Oh, das war's schlecht. Das war's schlecht. Ne, wobei es breiter, als ich erwartet habe. Ja, die Straße ist schmäler gewesen, wäre das aber schlimm ausgegangen. Hier mal Vorfahrt, das ist gut. Irgendwie auch ein Eck der Karte, wo ich bisher noch nicht wirklich war, habe ich das Gefühl. So, oh hier. Hier rechts wäre Markt, okay. Mal gucken, ob wir nach Markt müssen. Ist wir nach Markt? Das müssen wir safe nachgucken. Guten Tag. Hallo. Hallo. Stachlingenmarkt und dann nach Lanau. Okay. Gut. Der könnte mir gefährlich werden. Der biegt ab, ohne zu blinken. Das ist irgendwie nicht richtig, habe ich das Gefühl. So, hinter mir ist keiner. Der könnte mir auch gefährlich werden. Hier ist keiner, der mir gefährlich werden könnte. Ja, easy snack. Puh. Ey, also jedes Mal, wenn ich hier durch bin, bin ich echt fertig mit den Nerven. Also von Lanau kannst du auch nicht mehr als eine Folge aufnehmen. Stachlingen. Markt. Achtung, neue Bus... die Lampe ist böse. Die hat eine böse Collision. Was, ein Auto? So. Hier von Lanau Richtung Lanau. Ja, wir wollen Richtung Lanau. Das ist hier. Ja, ach, bleib doch. Ach, Kinders. Dankeschön. So, dann nächstes Mal bitte schön stehen bleiben, bis ich halte. Danke. Hallo. Sehr. Immer noch keine Fahrkarte. Gut. War ganz schön voll der Iveco hier, ne? Scheinbar scheint jetzt hier Lanau und Umgebung da doch ganz offen dafür zu sein. Ach, wir müssen... Nee, oder? Die Seilbahnstraße müssen wir zurück. Okay. Da geht's nicht weiter. Ist irgendwie schade. Okay, die nächste Stichfahrt. Stichfahrten sind irgendwie cool.
Ich mag Stichfahrten. Auch wenn ich jetzt irgendwann bin, bin nach Hause. Feierabend. Wie das duftet. So, Lanau, okay. Lanau. Neubaugebiet. Neubaugebiet. Eine gute Prononciation. Da dürfen wir. So, wir müssen ein bisschen Verspätung aufholen hier, ne? Wo er noch ein bisschen weit weg von Pedal to the Metal ist. Ja, der zieht aber auch nicht so gut, aber ich kenne mich halt auch zu wenig aus. Ja, müssen wir ein bisschen. Da. Also wir sind schon in Lanau, ne? Da noch ein paar Haltestellen, dann haben wir es irgendwie geschafft. Dann tut mir es halt irgendwie leid für den Kollegen, der dann jetzt hier mitten auf der Tour übernimmt. Oh, Lanau, was? Neubaugebiet. Natürlich fahren wir den Schlenker auch noch mit. Aber sehr schön. Ich mag diese Schlenker. So. Machen wir hier rein. Ach, Omi. Meter Abstand vom Bus steigt. Das lernt man so irgendwie früher in der. Weiß ich nicht. Ich hab das als Grundschulkind noch gelernt. Morgen. Gab so Busunterricht, ja, oder wie der hieß. Guten Morgen. So, das ist jetzt schon Lanau, ne? Wenn auch die Ausläufer, aber das ist zumindest schon mal Lanau. Okay. Namensgebende Ortschaft für diese Karte. Sogar, es muss doch eine Kreisstadt sein. Marktplatz. Wenn das Landkreis Lanau ist, müsste das doch die Kreisstadt sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich weiß es nicht. So, Ich hab zwar Vorfahrt, aber das bringt mir halt nichts, wenn mir da ever entgegenkommt. Easy. So. Das wäre eine Sackgasse. Okay, ja, da. Ja, ich muss wohl auf Glück. Danke. So, das schöne alte Fachwerkhäuschens. Und dann können wir einmal hier anhalten. Ne? Du bist doch bestimmt so ein Warnblinker-Nupsi, oder? Oh ja, vielleicht gibt es das nur auf neuen Kartenbereichen. Ich weiß es nicht. So, danach müssen wir hier rechts. Okay, anders haben wir auch natürlich viele Möglichkeiten. Das ist auch hübsch hier. Hallo. Morgen. Hallo. Guten Tag. Ist da frei? Ja, mei, oder hä? Hilfe. Hilfe. Zur Hilfe. Eieieiei, das ist ganz schön. Das ist ganz schön knäppjes hier, ne? Ja, passt, aber ich habe einen hinter mir, da tut mir ein bisschen leid für den, aber. Der wird schon irgendwie klarkommen. So. Nächste Haltestelle: Lanau, alter Bahnhof. Der Bahnhof, okay. Pfeilchen sind aber okay, die sind noch drin. La, da ist wieder jemand. La 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 la. La 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 la. So, der alte Bahnhof. Das dürfte da vorne sein. Da sieht so nach Bahnhofsgelände aus. Alles andere. Ah, hier ist das. Ich glaube, da sagt mir was. Ist hier gesperrt? Das sagt mir nämlich was hier, der alte Bahnhof. Irgendwie sind wir. Also hier fährt man öfters mal lang. Gut, Lanau ist auch wahrscheinlich relativ. Liegt ja auch in der Mitte der Karte, aber hier bin ich schon öfters mal gewesen. So, die Frage ist natürlich jetzt, wo wir weiterhin hinfahren. So, einen Haltewunsch haben wir jetzt auch mit dabei. So, was steht jetzt hier mit? Irgendwas halt hinterm Bahnhof? Pausenplatz, ne. Guten Tag. Hallo. Wir müssen Hallo. Jetzt noch Hallo. Apotheke Hallo. Und Gesamtschule. Okay, wir würden hier enden, wenn wir jetzt normalerweise wären, aber an Schultagen fährt ihr durch bis zur Gesamtschule. Okay. Ja, das wird aber jetzt hier rechts noch Ortsausgang, ne? Ja, genau.
Ach, Buchen. Oh, da sind wir schon mal Schulbus gefahren. Ich erinnere mich, das war irgendwie auch tödlich. So, da ist frei. Hier ist auch frei. Hier ist immer noch frei. Ich glaube, das ist auch ein Chrono-Event, das hier zu ist. Das sollte, glaube ich, nicht immer so sein. Ja, wild. Okay. Da ist ein Auto, sonst nicht. Apotheke, Schule, genau. Nächste Haltestelle, Lanau, Apotheke. Der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Mal fix rein mit euch, auch wenn jetzt irgendwie die zwei Meter nicht irgendwie laufen können, ne? Aber... Ja, wobei hier da Omi mit Mad Money, die sind da alle nicht ganz so fit auf vorbei. Der wird den Bus aber richtig gut vollgekriegt. Das ist ja echt wild für so. Also ich identifiziere das hier noch als Land. Als City-Bus-Manager wäre ich jetzt happy. So. Dann müsste hier Philippe noch ein paar mehr Fahrkarten verkaufen. Das war knapp, ich weiß. Der hat Vorfahrt, aber ja. Haben wir eben auch ein bisschen geschnitten hier, ne? Oder? Nächste Gesamtschule, ja. Lanau, Gesamtschule. Ich habe das nicht auf dem Pfeil oben gelesen, sondern ich habe das da unten auf dem Straßenschild gesehen. Aber das müsste ja trotzdem irgendwie übereinstimmen. So, liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, unsere Fahrt endet hier. Bitte aussteigen. Dann ausstiegen, Fahrtrichtung rechts. Und ich kann euch gerne so einen Zettel ausfüllen, irgendwie, dass der Busfahrer schuld war, dass er zu spät war. So eine Verspätungsbescheinigung. Wenn ich auch öfter unterwegs bin, dann könnt ihr schon da fast sogar so einen direkten Draht dazu haben. Ich warte da mal besser. Weil der kommt aber angeheizt hier. Bringt diese Verkehrsberuhigungsinsel-Dinge zwar nicht so viel. So, hier ist die Schule. Da war ich, glaube ich, auch schon mal irgendwie, aber reingefahren, so geendet sind wir ja noch nie. So, Endstelle. Ich lasse die nicht da vorne raus, ich lasse die hier raus. Okay. Eine Pause habe ich keine, da kannst du Gift drauf nehmen. Ich muss gleich weiter, aber... Immerhin mal euch rauslassen, sagt der Fahrplan. Ist das hier richtig? Ah, das ist hier richtig, Tatsache. Ah, genau 10 Minuten, so. Aber wir haben aber noch 2 Minuten. Was wäre denn der nächste Ding? Nach Maybachkirche, 9.06 Uhr. Wo auch immer das ist, ich vermute, dass man da nicht in 2 Minuten hinkommt. Aber gut. Ich wünsche euch viel Spaß in der Schule. Steigt fleißig aus, lernt fleißig was und Paint hat trotzdem irgendwas, das ist schon irgendwie ganz cool. So, ich... Er läuft einfach durch den Bus, ist in Ordnung. Genau, hier vorne stimmt, du kannst ja nur Einstieg machen, weil hier nur diese eine... Naja, okay. Dieses Nicht-Drängel-Ding. Okay, I see. Gut, ich sag, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, vielleicht nicht alle Kanalmitglieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss!